Heute habe ich für euch eine smarte Videotürklingel dabei, und zwar die Tapo D210. Die hat eine integrierte Kamera, mit der könnt ihr den Besuch schon erkennen, bevor sie überhaupt bei euch im Haus stehen, und unerwünschten Besuch vermeiden. Aber das ist längst noch nicht alles. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein und verschaffen uns einen Überblick, was hier alles so drinnen ist. Hier haben wir jetzt den gesamten Paketinhalt. Hier das Herzstück, die Türklingel mit einer Ultraweitwinkellinse von 160 Grad und einem schön verbauten Klingelknopf. Die Schrauben natürlich wichtig und dazu auch der Keil, um es zum Beispiel an einer Wand zu befestigen. Hier ein USB-C-Ladekabel und noch den Hub, der kommt in die Wohnung. Die Kamera dieser Türklingel hat nicht nur eine richtig gute Auflösung von 2K, sondern auch eine richtig starke Nachtsicht. Ihr könnt nämlich selbst bei schlechten Lichtverhältnissen über eine Distanz von bis zu 8 Metern gut sehen. Darüber hinaus habt ihr zusätzlich die Möglichkeit, mit dem flexiblen Keil die Platzierung und Ansicht ganz individuell und flexibel zu gestalten und um bis zu 15 Grad zu justieren. Die D210 passt also für jede Haustür. Und dabei habt ihr einen wiederaufladbaren und auch herausnehmbaren Akku mit 6400 mAh. Ja, und was diese Videotürklingel auch hat, ist KI. Und zwar eine KI-Personenerkennung. Das bedeutet, sie kann Personen von anderen Objekten, zum Beispiel Fahrzeugen, unterscheiden. Das heißt, wenn eine Person bei euch vor der Tür steht, kann die Kamera das erkennen und ihr bekommt darüber eine Mitteilung. Wie das mit den Funktionen genau funktioniert, das schauen wir uns jetzt mit der Tapo-App an. Über die könnt ihr alle eure Geräte verwalten und auch einrichten. Falls ihr die noch nicht habt, könnt ihr die über diesen QR-Code herunterladen oder ihr nehmt einfach den Link in der Beschreibung. Wenn ihr die Tapo-App runtergeladen und euch eingeloggt habt, dann müsste das Ganze so aussehen. Das ist die Startseite und um die Klingel jetzt hinzuzufügen, geht ihr hier rechts oben im Eck aufs Plus und auf Gerät hinzufügen. Dann wählen wir hier eine Türklingel aus. Und hier sehen wir auch schon den Tapo D210. Das erste, was wir jetzt machen, ist, dass wir den Sync Reset Knopf 3 Sekunden gedrückt halten. Der befindet sich auf der Rückseite der Klingel. Doorbell on. Hört sich gut an. Jetzt wählen wir unser WLAN aus, in das wir uns einwählen. Gebt das Passwort hier kurz ein. Im nächsten Schritt benennen wir unser Gerät. Sagen wir Tapo D210, das ist doch gut. Wo befinden wir uns? Wir befinden uns im Büro. Hier können wir noch ein süßes Symbol für unser Tapo-Gerät auswählen. Haben wir hier eine Türklingel? Ja, perfekt. Hier ist eine. Nehmen wir doch gleich die. Abgeschlossen. Klasse. An dieser Stelle können wir noch den Tapo Care Cloud-Dienst auswählen. Das ist eine Testversion. Nach 30 Tagen läuft er aber einfach aus und das Abo geht nicht automatisch weiter. Wir überspringen das aber jetzt an dieser Stelle. Die Firmware können wir auch aktualisieren. Da stellen wir jetzt einfach mal ein, dass das täglich von 3 bis 5 passiert. Verstanden. Neben dem Tapo Care Cloud-Dienst habt ihr auch die Möglichkeit, dass alles auf einer MicroSD gespeichert wird. Die kann bis zu 512 GB groß sein und die würdet ihr an der Unterseite der Türklinge einstecken. Wir nehmen jetzt keine MicroSD-Karte und skippen diesen Part. Nun bekommen wir noch ein paar Tipps zur Positionierung der Kamera. Da sagt uns die App auch ganz klar, dass es hier wichtig ist, zum Beispiel keine Pflanzen vor der Kamera zu haben, damit wir auch tatsächlich was sehen können. Wir haben ja auch den Montagekeil mitgeliefert bekommen und an der Stelle wird jetzt nochmal genau erklärt, wie wir die Klingel am besten mit diesem Montagekeil anbringen können. Unser WLAN-Signal wird jetzt nochmal kurz getestet, aber wir sehen sofort, die Kamera funktioniert. Ich kann das mal kurz hier auf mich halten. Hallo? Also man sieht, es funktioniert super. Wie wollen wir das Ganze jetzt montieren? Mit dem Klebeband oder den Schrauben? Beides wird mitgeliefert. Sagen wir würden das jetzt mit einem Klebeband regeln. Da wird uns nochmal ganz genau erklärt, wie wir das dann auch montieren würden. Super, herzlichen Glückwunsch. Schaut gut aus. Jetzt müssen wir die Türklingel noch mit dem Hub verbinden. Das koppeln wir über das Glockenspiel. Neues Glockenspiel hinzufügen. Dafür stecke ich den Hub jetzt ein. Und warte, bis der Hub grün und
rot blinkt. Das passiert. Jetzt werde ich noch mal ganz kurz nach dem Netzwerk gefragt, in dem ich mich befinde. Ich gebe kurz das Passwort ein und weiter geht's. Jetzt ist der Hub auch verbunden. Jetzt können wir unseren Hub noch benennen. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Smart Hub weiter. Fast fertig. Jetzt überprüfen wir noch kurz die Firmware. Die ist super, klasse. Genauso mit dem Hub ist es auch wichtig, wann die Firmware immer aktualisiert wird. Bei der Türklingel müssen wir auch bei dem Hub ab und zu ein Firmware-Update durchführen. Und wir nehmen jetzt einfach die Einstellungen, die uns hier vorgegeben werden, dass es von 3 bis 5 in der Früh einfach automatisch aktualisiert wird. Ja, und das war's. Wir haben jetzt hier auf unserer Startseite die TAPO D210. Und wenn ich jetzt die Kamera zu mir drehe, bekomme ich sofort eine Push-Benachrichtigung, dass eine Bewegung erkannt wurde. Genau, das wollen wir ja auch. Ich stelle die Kamera mal kurz hier hin, weil ich will euch ein cooles Feature zeigen. Dafür geht ihr auf Einstellungen und auf Erkennung. Und jetzt habt ihr hier Erfassungsbereiche. Das ist sehr interessant. Ich gehe mal hier drauf. Ihr könnt den Erfassungsbereich jetzt bearbeiten. Was bedeutet das? Ich kann eine Zone hinzufügen. Nehmen wir jetzt einfach mal an, dieses hintere rechte Eck ist eine Straße und diese Straße soll nicht gefilmt werden, aus privatschutzrechtlichen Gründen zum Beispiel. Dann kann ich die hier einzeichnen, drücke auf Speichern. Bewegung wurde erkannt, weil ich hier so rumzappel. Und jetzt haben wir eine Zone ausgewählt, die nicht gefilmt wird. Falls ihr euch jetzt fragt, was passiert, wenn jemand meine Klingel klauen will, dann kann ich euch beruhigen, denn die hat einen Anti-Diebstahl-Alarm. Was bedeutet das? Ihr bekommt Push-Benachrichtigungen über die TAPO-App und die Alarmsignale gehen auch bei der los. Also, Safety first. Falls ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt zu der Videotürklingel oder auch allgemeine Fragen, stellt sie mir in den Kommentaren. Ich bin da für euch da. Und ansonsten, liked dieses Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann seid ihr immer auf dem neuesten Technikstand. Ich sag ciao, macht es gut, bis zum nächsten Mal.